Jo Leute, willkommen zu einem kleinen Video. Endlich wieder mal. Und ja, ich spiele eine Staffel am Handy. Das habe ich nämlich gefunden. Und ja, es ist ein Pokémon-Spiel. Und ich möchte das einfach mal ausprobieren. Also, es ist sozusagen ein Let's Test. Also, wie ich es benennen werde, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall unter der Kategorie Let's Tests fallen. Und ich würde sagen, wir fangen mal an zu spielen. Das mit dem PC, das klappt leider noch nicht ganz, weil ich einfach das mit Outer City und so stehe, beziehungsweise Audacity, keine Ahnung. Danke für den Download von Pokémon Shuffle Mobile. Bitte wähle, wie du dich als Nutzer registrieren möchtest. Also Datentransfer, ich habe das im DS oder woanders noch nicht gespielt, deswegen einfach mal. Das kann man sich da kann man sich dann, glaube ich, verbinden. Ich spiele auf der aktuellsten Version, naja, ich weiß nicht, ob sie aktuell ist, aber ich spiele auf der Version 1.5.2. Nur damit ihr es wisst, das ist auch rechts oben gerade. Bitte lies die Nutzungsbedingungen, bevor du diese Software spielst. Okay. Zu guter Nächst müssen wir erstmal eingeben. Ja. Ein Spitznamen. Neuen Nutzer registrieren. Bitte wähle einen Spitznamen. Verwende dabei nicht deinen echten Namen oder Informationen, die auf deine Identität rückschließen lassen. Tja. Der Arsch nur LP natürlich, weil das ist ja nicht mein echter Name. Mein echter Name ist Noah. Also, ja, können wir das nehmen? So. Okay, müssen wir doch, glaube ich, drücken. Genau. Ah, das kann man nicht so lange verwenden. Okay, ist logisch. Dann nehme ich einfach Noah 2002, weil ich bin 2002 geboren. So. Gut, es geht sich aus. Dann drücke ich OK und. Lol. Ein neues Gesicht. Das schreit ja förmlich nach einem Artikel. Was? Gleich beginnt ein Abenteuer, mit dem du vielen Pokémon. Was? Mit dem du vielen Pokémon. Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ach so, begegnen wir es. Okay, das ging sich noch nicht aus. Eins. Ich heiße Clara und bin von Beruf Journalistin. Verrate mir doch bitte, wo es als erstes hingehen soll. Oh, wie heißt es? Psiao, genau. Ach, das. Ah ja, da steht's. Ach, das Psiao, dort hat dir also angetan. Hat dir dort. Was? Ach, das Psiao, dort hat es dir also angetan. Los! So. Hier findest du alle Infos zu diesem Psiao. Okay. Ja, vom Typ Psycho und wie es heißt und ja, das weiß ich doch. Gleich geht dein erster Kampf los. Mann, ist es aufregend. Allerdings. Aber wirf zuerst noch einen Blick hier rauf. Herzen, okay. Ah, das ist so Candy Crush Soda mäßig, okay. Mit jedem Kampf verlierst du nämlich einen Versuch. Wenn dieser Countdown abgelaufen ist, erhältst du einen neuen Versuch dazu. Ja, typisch von diesen Spielen. Aber es ist Pokémon, da werde ich das jetzt einfach mal versuchen. So. Da ist es, das Psiao. Rein im Shuffle-Bereich Pokémon auf, um anzugreifen. Fallen die KP des Gegners auf 0, gewinnst du den Kampf. Okay. Also dann zeig mal, was du kannst. So. Greife Psiao an, indem du drei Pokémon aufreißt. Für eine Reihe brauchst du drei Pokémon derselben Art. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Azurill dort? Kann ich das tauschen? Hä, das kann ich doch nicht tauschen. Ach so, da drüben waren zwei Azurill, okay. Das ist gerade nicht so gecheckt. Wunderbar. Versuche es als nächstes mal mit diesem Pichu. Easy. So, oder da kommt gleich mehr dazu, okay. So, willst du jetzt mal nicht reinplappern, wenn es geht? Die sind ja gleich mehrere Reihen im Vollglück. Toll! Das nennt man übrigens eine Serie. Ach nee. Oh, jetzt hätte ich um ein Haar die Restzüge vergessen. Jeder Kampf muss innerhalb einer festgelegten Anzahl von Zügen gewonnen werden. Achte immer drauf. Schaffst du es nicht innerhalb der vorgegebenen Zuganzahl, das Pokémon zu fangen, nimm das Reißaus. Also führe mit Volnera die Entscheidung herbei. Die Entfernung ist nicht ohne, aber du schaffst das. Oh, aber du schon. Okay.
Achso, okay. Chironera. Oh, das ist down. Toll. Gut gemacht. Du hast die KP des Gegners auf 0 gesenkt. Geschafft. Jawohl. So. Nice. Zeit für einen Fangversuch. Oh, das ist ein toller Artikel. Ah, jetzt kann man das auch noch fangen, oder was? Die Fangprognose ist sehr hoch. Das wird ein Kinderspiel. Tippe an den Pokéball an, um das Pokémon zu fangen. 2. 3. Nice. Es ist drin, wir haben ein Psiao. Ausgezeichnet! Dieser Artikel schreibt sich von wie von selbst. Vielen Dank! Bitte! So. Ja, das haben wir erreicht. Spitze, gleich im ersten Kampf Rang S erreicht. Besiegst du einen Pokémon, erhältst du Münzen. Eine solche Belohnung will schon was heißen. Weiter. Okay. Als nächstes Bisasam, okay. Sieh nur, ein neues Pokémon. Los, schnapp es dir. Okay. Ja, Leute, aber ich habe auch nicht wirklich so viel Material, beziehungsweise so viel Zeit. Naja, Zeit eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Dann kann ich das ja weitermachen. Und was kann man hier noch machen? Ah, hier kann man sehen, was da für Pokémon sind. Dafür müsst du Psyao nur als Helfer festlegen. Ah, okay. Ja, das können wir sicher angucken, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Also, es war jetzt ziemlich kurz, aber okay. Ja, wenn euch das gefällt, dann lasst ein Like da, bewertet das Video und dann sage ich danke fürs Ansehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.